In den 70er Jahren war ein Thema der Kunstpädagogik die visuelle Kommunikation. Hier zwei Frauenköpfe aus einer ganzen Serie. Es ging um die Vereinnahmung, die Übergriffigkeit von Werbung auf Frauen, Sex als Konsumartikel. Die Übergriffigkeit von Kapitalismus, Werbung, Kirche und Religion, ihr Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse. An dieser blauen Serie wird deutlich, dass es oft kein festgelegtes Oben und Unten in Peter Rechs Bildern gibt. Alles umgekehrt sehen geht auch. Perspektivwechsel tut immer gut. Eigene Assoziationen zulassen. Abstand nehmen, neu sehen und entdecken. Manchmal muss man einen Schritt zurücktreten, um zu erkennen. Sein Leben lang hat Peter Rech sich mit der katholischen Kirche auseinandergesetzt. Auch hier, wie schon in der ästhetischen Erziehung von Gunther Otto, werden die Verdinglichung, die Vereinnahmung des Menschen an sich reflektiert. Ist es nicht ein Machtmissbrauch an Maria, ihr angetan durch einen Gott als Immaculata, unbefleckte Empfängnis, zu existieren? Peter Rech empfand eine Kirche, die dem Menschen immer vorgeschrieben hat, wie er gefälligst zu denken, zu leben und zu handeln hat, als Zumutung. Andererseits, und da ist wieder so ein Zwiespalt, in dem Peter Rech oft steckte, lebte er die Rituale der Kirche, die Gottesdienste, die dem Menschen einen gewissen Halt geben können. Peter Rechs Bilder entstanden fast immer in Serien. Zitat: Ich versuche Bilder zu malen, in denen man möglichst nichts erkennt. Höchstens Wind, Wolken, Wasser. In keinem Bild, und sei es noch so realistisch, spielt der Gegenstand eine Rolle, sondern das Malerische. Das Malerische band das Räumliche in die Fläche. Malerische Räume sind Zwischenräume, Zwischenwelten.
mit fast nur einer Farbe malend, durch das gestische Malen entdeckt man die innere Bewegung. Wieder entstehen Räume und Gestalten tauchen auf. Frei für eigene Assoziationen, da es keine Titel gibt, die einen leiten oder festlegen könnten. Zitat: Malen ist Hinterlassen von Spuren, sonst nichts. Sie bedeuten nichts. In meinen Bildern ist Leere. Sie lassen den Betrachter zwar allein, aber sie lassen ihn sich fühlen. Meine Bilder sollen den Betrachter ansehen. Lacan: Der Betrachter kann sie nicht ansehen, weil es in ihnen nichts zu sehen gibt. In Bildern gibt es sowieso nichts zu sehen. Das Vexierbild Mann-Frau, das Begehren, ist das zum Bild gewordene ewige Begehren zwischen Frau und Mann. Hören wir nur einige Titel von Peter Rechts Büchern: Kunst und Liebe, jeder Gegenstand ist ein Kunstwerk, 1983, Liebesfetzen, 1985, Mann und oder Frau, Vorurteile der Doppelgeschlechtlichkeit aus der Sicht der Kunst, 1986, Umgekehrt, Bilder und Unbewusstes, 1997, A Girl, Umkreisungen der Immakulation, 2009, No Men, Bildnisse der Immakulation, 2011, Die Missbrauchten, Philosophische Landschaft der Sprachlosigkeit, 2013. Dann wird offensichtlich, dass nicht nur Kunst und Therapie, sondern auch das Begehren mit all seinen komplexen Themen und die Sprache seine Lebensthemen waren. Dieses Bild ist von Hans-Uwe Schmidt, einem Künstlerfreund von Peter Rech. Er malte dieses Bild Freunde nach Peters Tod. Oft haben die beiden im Artoll in Bettburghau auf dem Gelände der Psychiatrie in Kleve zusammengearbeitet, meistens wochenlang. Peter nannte diesen Ort auch seinen Rückzugsort. Das letzte Bild dieser Ausstellung sehen wir als Fenster mit geheimnisvollen Symbolen, Rückblick wie auch Ausblick. Die Bilder von Peter Rech werden nun für die nächsten Wochen hier zu sehen und zu erleben sein. Sie ermöglichen die Chance, sie auf sich wirken zu lassen. Die Bilder sehen uns an.